Tutaj! Tu jesteśmy. Guten Abend, meine Damen und Herren. In unserer allwöchentlichen Sendung ein Gespräch mit einem interessanten Menschen. Heute zu Gast bei mir. Kommen Sie. Aber auch natürlich dank der neuesten Übertragungstechnik auch bei Ihnen zu Hause kein geringerer als die Legende des polnischen Fußballs selbst. Grzegorz Lato, guten Abend. Guten Abend. Herr Lato, bevor wir zu Ihrer mit Sicherheit einer interessanten Person kommen, sagen Sie uns bitte, wo sind wir und was sehen wir im Hintergrund? Dumme Frage. Natürlich in Südafrika. Fußball-Weltmeisterschaften 2010. Es gibt keine dummen Fragen, aber dennoch etwas konkreter, dass wir in Südafrika sind, ist klar. Wo genau? Genau sitzen wir vor einem Fußballstadion, Port Elizabeth Stadion. Hier sehen wir Nelson Mandela Bucht. In Kürze beginnt das Spiel Uruguay gegen Korea. Ja, die Bucht, Nelson Mandela Bucht, herrliche Ruhe. Aber genau, Herr Lato, in Kürze beginnt das Spiel und es sind gar keine Menschen da. Was ist passiert? Ja, in der Tat, Herr Gusowski, das Interesse an Fußball hat wirklich nachgelassen. Die Spiele sind langweilig, meistens unentschieden, torlos. Die Spieler sind unsympathisch. Ich glaube, es ist Zeit gekommen. Da muss ein Ruck durch FIFA gehen. Ja, es muss einen Ruck geben, es kommt mir bekannt vor, weiß aber noch nicht, woher schwamm drüber. Zurück zum Thema. Herr Lato, so wie ich Sie kenne, haben Sie bereits einen Plan, einen perfekten, einen genialen Plan, den Fußball attraktiv zu machen. Ja, Herr Gusowski, Sie haben wieder ins Schwarze getroffen. Wir haben mehrere Vorschläge, um den Fußball unterhaltsam zu machen, um wieder die Menschen für Fußball zu begeistern. Und ich wusste es doch. Aber wenn die Pläne nicht geheim sind, bitte verraten Sie uns die Einzelheiten. Gerne, Herr Gusowski. Ich muss allerdings vorher sagen, dass es sind nicht nur meine Vorschläge. Das sind Vorschläge von vielen Großen des Fußballs. Karl-Heinz Rummenigge, Pelé, Maradona, Beckenbauer, glaube ich, wollte auch etwas ändern. Eine Sekunde. Ah, da habe ich es. Und natürlich Günther Netzer. Na, wenn Günther Netzer dabei ist, dann ist auch Spaß beim Fußball garantiert. Aber jetzt haben Sie Ihren Zettel gefunden. Was steht auf dem Papier? Naja, es gibt wirklich sehr viele interessante Vorschläge. Vielleicht nenne ich zwei, die ich besonders wertvoll finde. Das wäre zum Beispiel, die Fußballer dürfen auch mit Händen spielen, nicht nur mit Füßen. Mit Händen wie bei Handball? Was soll das bewirken? Ganz einfach. Es fallen sehr viele Tore, genau wie bei Handball. Ja, und Tore sind natürlich das, was wir alle, auch alle Fußballfans, sehen wollen. Was steht noch auf Ihrem Zettel? Mehr Tore, aber vielleicht mehr Bälle. Stellen Sie sich vor, wenn ein Spiel mit 3 Bällen ausgetragen ist. Moment, ich stelle mir das jetzt gerade vor. Das ist Spannung. Das ist interessant, wie ich weiß nicht, Besuch in einer Spielhalle. Ja, das stimmt. Mehr Tore durch Handball, mehr Tore durch mehr Bälle. Aber ich bin doch etwas skeptisch. Wenn das alles nicht greift, wenn die Spieler sich auf die neuen Regeln nicht so sofort und freiwillig, vor allem freiwillig, umstellen wollen, gibt es noch eine Möglichkeit? Haben Sie noch ein Ass im Ärmel? Genau, Herr Gusowski. Wenn das alles nicht hilft, gibt es noch etwas. Das ist übrigens meine Idee. Wir vergraben unter dem Rasen ein paar alte Personenminen, die wir nicht mehr in Afghanistan brauchen. Das ist Spiel, Spaß und Spannung für alle. Für die Spieler und für die Zuschauer. Ja, eine geniale Idee, ein genialer Schachzug von Grzegorz Lato. Nichts anderes haben wir von ihm erwartet. Herr Grzegorz Lato, Sie werden bestimmt schon im Stadion erwartet. So ist es. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen für Gregor Schlatter und auch auf Wiedersehen für Sie. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, ein Gespräch mit einem interessanten Menschen nächste Woche ungefähr um die gleiche Zeit. Bis dahin sage ich einfach mal ciao, ciao und Papa, Gregor Schlatter! Papa! Papa!